Hey Leute, hier ist mal wieder Flus mit einem neuen Review. Heute, nachdem ich endlich mal wieder etwas reden kann, nach meiner Erkältung, ja, über die ganz neue Pistole, nämlich die G18 Cobra. Ja, die ist in der letzten Patch rausgekommen und deswegen mache ich jetzt mal ein Review über die, weil die eben ganz neu ist und auch aktuell günstiger erworben werden kann. Ja, und ich habe mir diese Waffe, da ich mir eins von diesen Cases da geholt habe, diesen Perm-Cases, hatte ich noch ein X übrig, weil es ja auch plus ein X und habe mir die Waffe, dann hatte ich noch genug übrig, dass ich mir die Perm holen konnte. Deshalb habe ich die jetzt und bereue es kein bisschen, ehrlich gesagt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja. Ja, es kommt eben das Review zu der Waffe, die eben ganz neu rausgekommen ist. Es wird ein bisschen anders ablaufen, da ich das Problem habe, dass zu dieser Waffe keine Stats bisher existieren. Die werde ich nachreichen unter der Beschreibung, wenn es irgendwann mal welche gibt. Bisher ist es noch nicht. Aber ja. Aus diesem Case habe ich die CZ 805 gekriegt. Ja, ist ganz okay. Die Waffe hat mir natürlich eine Rare-Waffe gewünscht. Aber was soll's. No risk, no fun. Wenigstens habe ich nichts gekriegt, was ich schon habe, oder irgendeine scheiß Semi-Auto-Snap oder sowas. Daher kann man darüber eigentlich ganz zufrieden sein. Ja, die G18 Cobra ist eine modifizierte Version der normalen G18, die ihr ja im Spiel kennt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nach den Stats von der normalen G18 gehen und so meine gefühlte Einschätzung dazu abgeben und was ich so glaube, was ungefähr die Stats sein könnten, ja. Ja, die G18 ist eben die NX-Standardvariante der normalen G18, kostet aktuell 8700 NX permanent, wird später in den 9900 NX wie alle anderen Pistols kosten. Ja, was ist besonders? Was unterscheidet diese Waffe von der normalen G18? Die G18 normal hat 15 Schuss im Magazin, einen Burst-Fire-Modus und einen Semi-Automatic-Fire-Modus. Die G18 Cobra hat einen Vordergriff und eine Schulterstütze. Und sie hat einen vollautomatischen Feuermodus. Und sie hat 20 Schuss im Magazin. Das könnte jetzt für viele ein Problem sein, dass sie sagen, es ist Pistol Only komplett ruiniert. Jein. Schlecht ist die Waffe tatsächlich nicht. Ja, die G18. Also die Stats der normalen Waffe, normalen G18 sind 33 Punkte. Ich wurde von der jetzt schon ein paar Mal gekillt. Und der Standard-Damage, den ich so abgekriegt habe, waren so 36, 37 Punkte auf eine Light West. Also schätze ich mal, dass der Damage leicht erhöht wurde, so auf 34, 35 Punkte gegenüber der normalen G18. Portability 90 Punkte, glaube ich, wurde noch leicht erhöht. Man ist ein bisschen schneller unterwegs. Also mit meiner, wenn ich auf die andere, von anderen Pistols auf die Switch bin ich mit der ein bisschen schneller. Und ja, deswegen 92 Punkte, schätze ich mal. Rate of Fire 45 bei der normalen G18. Ich glaube, die ist gleich geblieben. Der Automatik-Feuermodus ist nämlich nicht so schnell, dass man den nicht klicken könnte, theoretisch auch. Daher, aber die 20 Schuss sind trotzdem relativ schnell durch, aber da mit der G23 G18 man so relativ schnell schießen konnte, würde ich mal sagen, ist sie ungefähr gleich geblieben. Accuracy 60 Punkte, schätze ich auch, dass gleich geblieben ist. Und Recoil 60 Punkte, schätze ich mal, ist ein bisschen runtergegangen, gerade der Vordergriff und der Schulterstütze müsste die eigentlich etwas genauer geworden sein und auch, also vor allem etwas weniger Recoil haben. Und deshalb, schätze ich, wurde der so auf, sagen wir mal, 55 runtergesetzt. Meine grobe Einschätzung. Mal schauen, wie weit sich das mit den späteren Stats decken wird. Ja, weil hier auf der Seite auf Wikipedia, also Combat Arms Wiki, wird die noch als nicht, wird die noch als Unreleased Pistol geführt. Und inzwischen ist sie ja released mit dem neuen Patch, der rauskam. Ja, noch ein bisschen was zum Real Life. Also diese Waffe ist aus nicht australischer, Austrian, also österreichischer. Meine Produktion eben Glock. G heißt Glock. Es gibt die Glock 17, 18, allen möglichen Versionen. Also es gibt die Glock 18 ist einfach die vollautomatische Version der Glock 17. Theoretisch könnte man an die an alle möglichen Magazine ranmachen, die man auch an die andere Pistole ran tun kann. Theoretisch ist sogar ein Trommelmagazin möglich mit 100 Schuss. Ja, es gibt, und das ist eben eine 9,9 mm
Pistol, also ganz normal 9 mm, wie die meisten Leute es als Pistol einschätzen. Es gibt auch andere Pistolengrößen wie 10 mm oder 45 ACP, wie zum Beispiel auch die M1911 benutzt. Das sind einfach so andere, da gibt es einfach von 17 hochnummeriert. Verschiedene Serien von, die verschiedene Sachen benutzen, aber die G18 benutzt eben die 9 mm Munition. Sie wird eben von Glock in Österreich hergestellt. Die Glock 17 ist eine Standardpistole von vielen, vom FBI ist sie die Standardpistole. Und von einigen, vielen Polizeibehörden ist sie auch die Standardpistole. Seit ich weiß, ist sie auch von dem österreichischen Militär die Standardversion. Ja. Schauen wir mal, da Users, was gibt es da noch? Also Deutschland benutzt sie auch. Deutschland benutzt die GSG 9 zum Beispiel und wird einfach in verschiedenen so benutzt. Also vor allem in Deutschland wird benutzt die Glock 17, auch bei der Polizei. Und ja, andere Länder benutzen auch andere Versionen mit anderen Kalibern. Schauen wir mal, ob wir jemanden finden, der die Glock 18 offiziell benutzt. Okay, nein, also so wie ich das sehen kann, wird die nirgendwo offiziell benutzt, da eben vollautomatische Pistolen eher nicht so zum Standard von Behörden gehören oder vom Militär. Daher schätze ich mal, wird diese Waffe vor allem an Spezialeinheiten, ne, einfach für besondere Missionen, wo ein vollautomatischer Modus in einer Pistole hilfreich ist, gerade in sehr wirklich direkten Nahkampf, eingesetzt, aber nicht offiziell als Standardpistole. Ja, was kann man noch dran machen? Also man kann noch ein, kann kein Extended Magazine hinmachen, weil sonst wäre es ja krank, wenn man die 25 Schuss nochmal, 20 Schuss nochmal erweitern konnte. Man kann aber ein Scope, was eh auf der Pistole eher si sinnlos ist, und einen Schalldämpfer dran machen, der sowieso sinnlos ist. Und ja, kann ich diese Waffe empfehlen? Ja, auf jeden Fall, das könnte meine neue Standardpistole werden. Das Ding geht übel ab. Allerdings hat es einen großen Nachteil, es hat nicht so viel Munition, nur 2x20 Schuss, also insgesamt 40. Das ist für eine Pistole ja eigentlich gar nicht so wenig, aber dank dem Automatikmodus geht sie einfach schnell leer. Und ja, da man Pistolen aber eh erst so als Haltewaffe einsetzt, ist ganz gut. Sie ruiniert auch Pistol-Only-Spiele nicht wirklich, also doch ein bisschen schon. Allerdings benutze ich sie fast schon, benutze ich sie auch ab und zu ganz gern im Semi-Modus, dann ist sie einfach eine G23 mit 20 Schuss und weniger Recoil, was an sich auch nicht schlecht ist, und man kann sie besser auf ein bisschen Distanz. Weil im Vollmodus, was mir echt aufgefallen ist, Pistolen kann man auf Distanz also so nicht wirklich benutzen. Aber diese Pistole ist zumindest im Vollautomodus nur auf sehr kurze Distanz einsetzbar. Also auch für Pistolen sehr kurze Distanz. Ich hatte ja noch meine USP Tactical und ich muss sagen, meine USP Tactical mag ich immer noch fast ein bisschen lieber, wie ich es hatte gerade. Und ja, OP, diese Pistol, minimal etwas, also sie ist auf jeden Fall sehr gut. Ein bisschen OP kann man es ja auch definieren. Und viele haben sich beschwert, dass es zum Beispiel dann auch dann auf Victor SMD dadurch ruiniert wird, dass durch die Sniper-Spieler, die eine richtige SMG als zweite Aufwärts haben. Aber standardmäßig ist eben Semi-Modus eingestellt und den finde ich eigentlich fast praktischer, weil die Munition dann nicht so schnell leer geht. Und ich meine, beim Vollautomodus ist die so schnell leer und hat einen derartigen Recoil und sprayt überall hin, da kann man wirklich nur genau vom Gegner steht abdrücken. Also daher. Sie hat auch ihre Schwächen eben und ich würde sagen, sie ist einfach eine sehr gute Pistole, die aber nicht so OP ist. Ich finde eine USP Tactical SE ist viel mehr OP. Aber sie ist eine sehr gute Waffe und deswegen würde ich sie auch euch auf jeden Fall empfehlen. Wahrscheinlich die beste Pistole, die es gerade auf dem Black Market gibt, neben der USP SE. Und ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ja, ich weiß, es kamen nicht so viele Reviews, weil ich viele Klausuren hatte. Jetzt ist Weihnachten, da kommt erstmal auch nichts, aber wann immer ich Zeit habe, wird was nachgereicht dann. Bis zum nächsten Mal, euer Fluss.